Das E-Paper der Rhein-Main-Presse gibt's jetzt auch als App für Android-Tablets und Smartphones. Geben Sie einfach im Google Play Store mit der Lupe oben rechts E-Paper Kiosk in das Suchfenster ein und installieren Sie die E-Paper App auf Ihrem Gerät. Sie können die Anwendung jetzt starten und eine der insgesamt 18 Ausgaben auswählen. Nach einer kostenlosen Testphase können Sie nun entweder ein Abo abschließen oder sich einzelne Ausgaben kaufen. Falls Sie bereits Abonnent sind, loggen Sie sich einfach mit Ihren Zugangsdaten ein. Ab jetzt erwartet Sie Ihr E-Paper jeden Morgen pünktlich um 6 Uhr. Sie können die Zeitung ganz wie gewohnt Seite für Seite durchblättern. In der Leiste am unteren Bildschirmrand erhalten Sie einen raschen Überblick über alle Seiten der Ausgabe. Wenn Sie sich einen bestimmten Artikel durchlesen möchten, tippen Sie einfach drauf und öffnen ihn dadurch in einem separaten Fenster. Nun können Sie die Schriftgröße nach Ihren Wünschen anpassen und den Artikel zum Beispiel per Mail verschicken. Sie können auch bequem zum nächsten Artikel und wieder zurückspringen. Durch die Inhaltsübersicht haben Sie jederzeit einen Überblick über alle Rubriken und die einzelnen Artikel. Wenn Sie einen Artikel besonders lesenswert finden, setzen Sie ihn einfach auf die Merkliste und rufen ihn über den Merklisten-Button in der Kioskansicht auf, wenn Sie ihn nochmals lesen möchten. Und falls Sie einmal nicht direkt fündig werden, steht Ihnen unsere Suchfunktion zur Verfügung. Suchen Sie entweder in all Ihren gespeicherten Ausgaben oder innerhalb einer einzelnen Ausgabe gezielt nach bestimmten Inhalten. Unter Meine Ausgaben erstellen Sie sich Ihr individuelles Zeitungsarchiv, in dem Sie jederzeit Ausgaben speichern und auch wieder löschen können. Bestellen Sie jetzt das E-Paper der Rhein-Main-Presse, zum Beispiel im Paket Web und E-Paper, mit zusätzlich unbegrenztem Zugriff auf alle Artikel im Web. Alle weiteren Infos finden Sie unter www.allgemeine-zeitung.de/abo, www.wiesbadener-kurier.de/abo oder analog auf den weiteren Online-Diensten der Rhein-Main-Presse.